Auf der Suche nach netten mathematischen Geschichten kommt man nicht vorbei, dem Godfrey Harold Hardy zu begegnen. Und der war ein sehr, sehr lustiger Mensch. Er hat gemeint, dass nur schöne Mathematik sich im Wesentlichen halten wird können. Also er hat das ungefähr so ausgedrückt, there is no space in the world for ugly mathematics. Also es gibt überhaupt keinen Platz in der Welt für grausliche Mathematik. Mathematik müsse schön sein. Und er hat einen Freund gehabt, einen Inder, der war krank, der hat das Klima nicht vertragen, war aber ein genialer Mathematiker, und er kommt zu ihm und besucht ihn am Krankenbett und sagt zu ihm, ja leider, ich habe jetzt nichts Gescheites zum Erzählen, ich bin mit einem Taxi gekommen, das hatte die Nummer 1729 und das ist leider eine völlig unbedeutende Zahl mathematisch gesehen. Und der Ramanujan sagt, das ist überhaupt keine unbedeutende Zahl, es ist immerhin die kleinste vierstellige Zahl, die man auf zwei Arten als Summe zweier Kuben darstellen kann. Und das fand ich also derartig verblüffend, dass ich jetzt sozusagen ein bisschen versucht habe, diese Taxifahrt quer durch London darzustellen. Die Zahl 1729, es steht auch drinnen, wie das zustande kommt. Und die kleinen roten Quadrate, das sind die Telefonzellen in London. Man soll ja wissen, wo man, in welcher Stadt man ist. Also so kommt das zustande. Da sind Fibonacci-Zahlen in ein X dargestellt. Da gibt es Fibonacci-Zahlen in ein Z dargestellt. Warum X und Z, ist auch so eine kleine Geschichte am Rande. Ein Freund der Familie, ein großer BMW-Fan, war begeistert von meinen Fibonacci-Bildern und hat sich zwei gewünscht. Ich soll ihm zwei machen. Und dann denke ich mir, wie könnte ich das grafisch anordnen, dass der persönliche Freude hat. Und nachdem es beim BMW gibt, ein X3 und ein X5 und ein Z4, das Cabrio, man dachte, ich nehme X und Z, sind schöne grafische Muster und war eine persönliche Sache. Das kleine Rote, das 1,618, das hat mit dem goldenen Schnitt zu tun, der auch mit der Fibonacci-Folge eng verwandt ist. Ja, und da habe ich also in Grautönen gearbeitet. Ich habe mich eine Zeit lang sehr stark mit der chinesischen Duschemalerei auseinandergesetzt, habe gelernt, die Philosophie, die dahinter steckt, dass es also nicht unbedingt das Schönste immer ist, wenn man ein Blatt komplett zumalt, komplett dicht alles anmalt, dass man Freiräume lässt, dass man mit den Farben sparsam ist, dass Grau etwas Buntes sein kann. Da steckt auch diese chinesische Philosophie drin, kleiner roter Kontrapunkt, da geht es ums Pi. Da wird Pi gestrickt, Pi eine transzendente Zahl, nach dem Komma hört das nie auf, man weiß nie, welche Zahl sozusagen, also es gibt keine Regelmäßigkeit der Zahlen nach dem Komma, zumindest weiß man es noch nicht, ob Pi wirklich normal ist, man denkt drüber nach. Aber da habe ich Pi geschrieben in einer langen Reihe und immer wenn die Leinwand voll war, habe ich sie um 90 Grad gedreht und weitergeschrieben und dann wieder um 90 Grad gedreht und weitergeschrieben und so ist eine Art Gewebe entstanden und ich habe mir gedacht, na, wenn man da weiter strickt, unendlich lang, dann hätte man einen Stoff gestrickt ohne Löcher. Das ist also die gestrickte Unendlichkeit, heißt das Bild. Da geht es um den schönsten Satz der Mathematik, E hoch Pi. IP plus 1 ist 0. Er wurde von einem mathematischen Magazin, Mathematic Intelligencer, in Amerika zum schönsten Satz der Welt gekürt. Es gibt also sogar Misswahlen für mathematische Schönheit. Dieser Satz hat die Misswahlen gewonnen und er wurde also weltweit ausgezeichnet. Darum heißt das Bild Miss Mathe. Also die Miss Wiesbaden oder was, das ist ja nichts, oder Miss Apfel der Steiermark, das war gestern, heute gibt es die Miss Mathe und das ist also, steckt in diesem Bild drinnen, ein bisschen zum Beweis, wie man auf den Satz kommt, Bezüge hergestellt durch die kleinen roten Zahlen am Rande und Buchstaben. Das ist also, das hat Bezug zum Vierfarbproblem oder Vierfarbsatz, da hat sich einmal im alten England jemand überlegt, wie viele Farben man braucht oder höchstens braucht oder mindestens braucht, um eine Landkarte so einzufärben, dass nie zwei Länder, die eine gemeinsame Grenze haben, die gleiche Farbe bekommen. Und so leicht der Satz klingt, so schwer war er zu beweisen. Da gibt es auch eine kleine Geschichte in dem Buch darüber. Das ist eine andere Interpretation von unserem schon bekannten Taxifahrer in England. 1729 und die rote Telefonzelle. Da ist noch ein anderer Vierfarbsatz. Da ist eine kleine Variation vom Fibonacci.
Da habe ich die Zahl e in eine Spirale gewickelt. Die Spiralen haben auch große Bedeutung in der Mathematik, die Zahl e sowieso. Das ist die einzige, die gleich ihrer Ableitung ist.